Willkommen in der Zeitlosigkeit. Diese Stimme, sie spricht zu uns. Ich meine, sie meint uns. Ich hab was gegen körperlose Stimmen. Man weiß im Fall der Fälle nicht, worauf man die Schwertspitze richten soll. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Reise. Es ist nicht leicht, hierher zu finden, und doch ist es euch geglückt. Ihr braucht nicht länger zu suchen. Ihr seid angekommen. Alles, was es zu finden gibt, ist hier. Toll! Großartig! Die Pflanzen, die Bäume, alles ist so riesig! So anders als da, wo wir herkommen. Und die Tiere, die gibt's bei uns nicht. Die meisten davon sind doch längst ausgestorben. Ausgestorben ist ein Begriff, der nur in der Zeitgültigkeit besitzt. Zeit aber ist Illusion. Ein Konstrukt der Menschen. Die Zeit gehört zu ihrem System. Mit Aussterben meint ihr, dass etwas Lebendiges von der Zukunft überholt wurde und in die Vergangenheit entweicht. Alles, was nach eurem Verständnis wahr ist und wahr sein wird, ist in Wahrheit zeitlos da. Lass dich bloß nicht einlullen, Elvira. Klingt alles verdammt gut zurechtgelegt, weißt du? Ach Quatsch, Bord, das kenne ich. Darin habe ich mal einen Kurs belegt und das nennt sich Hier und Jetzt. Ja, wenn es ebenso immer und überall bedeutet, dann könnte dein Hier und Jetzt in die richtige Richtung weisen. Ha, Stichwort Richtung. Wo geht's zur Blüte des Lebens? Die Blüte des Lebens ist lediglich eine Versinnbildlichung allen Ursprungs, ein Symbol. Das Leben in all seiner Blüte vollzieht sich all hier wie all überall. Eines im anderen aufgehoben, gibt es ihn nicht. Den Unterschied zwischen Blüte und Leben. Ich hab da eine Auftraggeberin dabei, die ist da vielleicht ganz anderer Auffassung. Oder wie siehst du das, Sis? Sag was.